Herzlich willkommen. Dies ist ein Tutorial für Chaturanga Dandasana. Wir wurden darum gebeten. Hier kommt es. Es ist gut, wenn du dich ein bisschen vorher aufwärmst, so dass es nicht zu massiv wird von der Kraftanstrengung, die du auch brauchst, gegebenenfalls jetzt. Beginne im Vierfüßlerstand und im Vierfüßlerstand achte darauf, dass du deine Hände gut erdest. Damit meine ich, die Finger sind aufgefächert. Die Fingerkuppen drücken auch in die Matte, genauso wie die Fingergrundgelenke. Und wir wollen, ich nenne das Gecko-Hände machen, dass die Handgewölbe aufgebaut sind. Das machst du dadurch, dass du die Fingerkuppen in die Matte drückst und gleichsam Energie auch hochziehst über die Arme. Dabei integrieren die Arme ein bisschen mehr in den Schultergelenken. Halte das, stell deinen linken Fuß lang hinten auf, den rechten dazu. Wir sind in der Plank-Pose. Und mit dem Einatmen zieh einmal alles zum Zentrum, stabilisier dich. Mit dem Ausatmen schieb dich auseinander. Atme noch einmal ein, setze nur die Knie hinten auf und ausatmen, Chaturanga-Variante, Schultern nicht tiefer als die Ellenbogen, stopp. Wir wollen lieber ein bisschen höher bleiben mit den Schultern, dass sie nicht nach vorne fallen. So, jetzt kannst du dich ablegen, gut, die Zehen lang und der Weg in die Cobra ist quasi schon geebnet von hier, langer Hinterkopf. Und aus, langgezogene Position des Kindes, dich einen Moment ausruhen. Der häufigste Fehler, den ich sehe bei Chaturanga Dandasana, ist, dass beim Absenken die Oberarmköpfe nach vorne gleiten und nach unten. Und wenn Gewicht drauf ist, das alles in die Struktur der Schulter reindrückt, die hier in diesem Bereich irgendwann empfindlich wird, vor allen Dingen, wenn man so viele Chaturanga Dandasana macht. So, nächste Variante. Komm wieder in den Vierfüßlerstand. Die Hände gut erden. Auch die Unterarme energetisch zueinander ziehen, gibt eine gute Stabilität. Plus von den Händen die Kraft hochziehen in die Schultern. Jetzt den anderen Fuß lang hinten aufstellen, den rechten. Den linken dazu. Wir sind in der Plank-Pose, die wir noch mal besser ausrichten jetzt. Während du deine Waden stabil hältst, drehe die inneren Oberschenkel etwas nach oben. Vorne die Hüftpunkte ziehen zueinander und jetzt zieh dein Steißbein zu den Fersen, den unteren Bauch nach innen und hoch. Einmal noch ein und nun nicht zu tief. Schulter nicht tiefer als die Ellenbogen. Chaturanga. Gut, dich ablegen auf den Bauch. Kurz ausruhen. Mit den Händen ein Kissen machen. Also das Grundlegende ist, dass du dich nur so weit absenkst, dass die Schultern nicht tiefer sind als die Ellenbogen. Nun lohnt es auch immer mal zu üben, den Übergang von unten nach oben, um Kraft aufzubauen. Dafür bitte die Füße aufstellen, die Hände aufstellen unter den Schultern. Und hier schon die Schultern mindestens genauso hoch heben wie die Ellenbogen. Nun sehr, sehr, sehr viel Core. Hüftpunkte zueinander, Bauch nach innen und hoch und dich hochdrücken in Chaturanga. Achtung, ohne dass die Schultern einbrechen. Sie macht es super. Lieber die Schultern höher haben und jetzt Plank Pose von hier und in den nach unten schauenden Hund kommen. Die Knie auf die Matte bringen, die Ellenbogen auflegen und dich in eine Position des Kindes zurückschieben, so die Handflächen einmal nach oben drehen, dass die Schultern sich ein bisschen lösen und öffnen. Nun machen wir noch den Übergang von Chaturanga Dandasana in den nach oben schauenden Hund, der sehr gut funktioniert und leichter, als wenn man zum Beispiel den nach oben schauenden Hund versuchen würde, von unten aufzubauen. So, bitte wieder in den Vierfüßlerstand kommen, Hände gut geerdet, Gecko-Hände, Fingerkuppen drücken, rechten Fuß lang hinten aufstellen, linken dazu. Die Hüftpunkte
Punkte zueinander ziehen, den unteren Bauch nach innen und hoch und jetzt mal in die Ausdehnung gehen. Das ist auch toll. Von den Knöcheln über die Fersen nach hinten, vom Gaumen über den langen Hinterkopf nach vorne, ganz viel Raum und mit den Händen wie ein Stückchen nach vorne schieben, wenn du dich langsam absenkst, Schultern nicht tiefer als die Ellenbogen, super. Jetzt die Fußrücken aufstellen, dich quasi durchziehen in den nach oben schauenden Hund. Ellenbogen nochmal ganz leicht beugen, Oberarmköpfe mehr zurückrollen, super. Jana hat den Hinterkopf wunderbar lang, das hilft dir, dein Herz zu öffnen. Und jetzt die Rippen zum Bauchnabel ziehen, nach unten schauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Und die Knie zum Boden bringen, Position des Kindes. Raum für den Atem. Und Dankeschön, dass du dabei warst. Wenn du gerne noch ein anderes Tutorial hättest oder Fragen hast, schreib uns gern in den Kommentaren. Namaste.